Dein wievielter Print Day ist das und wie empfindest du das Format und die Entwicklung? Es ist mein dritter Print Day und ich finde die Entwicklung großartig, ja, weil es ist halt nicht das Klassische, was eigentlich ja im Namen steht, Print, ja, sondern es ist, so wie Horst Huber das in seiner Keynote auch schon erwähnt hatte, ein Branchentreffen geworden, ja, aus eigentlich allen Themen, die sich rund um Print oder eigentlich eher rund um PIM und Produktdaten dreht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gewinnbringend, nicht nur für den Bereich Print, sondern für die ganze Branche. Und das merkt man auch einfach an der Vielzahl und der Diversität der Aussteller und auch der Teilnehmer mit den jeweiligen Cases, mit denen sie halt hierhin kommen, um ihre Probleme zu lösen. Wir haben ja in der Keynote von Horst gehört, dass Print nicht gleich Papier ist. Jetzt gibt es ja auch noch verschiedene andere doppelt besetzte Begriffe, wie zum Beispiel der Katalog. Taucht das Missverständnis bei euch im täglichen Geschäft und im täglichen Gespräch mit Kunden auch auf? Ja, in der Tat. Also wir müssen immer am Anfang eines Gespräches schon klären, was verstehen wir unter Katalog und was versteht der Gegenüber unter Katalog. Ja, die Erfahrung zeigt, oder je nachdem aus welchem Bereich derjenige kommt, kommt er eher tatsächlich so aus dieser Publishing-Richtung oder kommt er eher aus der Datenrichtung. Ja? Publishing-Richtung ist eher wirklich so dieser Print-Katalog oder vielleicht auch der Blätterkatalog, ja? Aber wo es halt eben darum geht, wo die Print-Suite beispielsweise eingesetzt werden kann, damit am Ende, ich sage jetzt mal, das Blümchen rauskommt. Ja? Wenn wir von Katalogen reden, sind das bei uns oftmals elektronische Kataloge, die sehen nie toll aus. Ja, das ist ein BME-Cut, das ist eine XML-Struktur, eine Excel-Datei oder auch eine CSV-Datei, die wir da generieren. Zwar immer mit denselben Anforderungen, also immer auf den Kunden zugeschnitten. Ja, aber ja, unterm Strich kann man sagen, der Kunde, der von dem schönen Katalog redet, der hat da so ein Blümchen dran, da wird es publiziert. Ja, bei uns ist es eben halt der elektronische Katalog, der dafür genutzt wird, um entsprechend auf Marktplätzen, auf Portalen oder eben in Systemen verarbeitet zu werden, also eher so die M2M-Schnittstelle. Alles klar, vielen Dank. Ja, gerne, Sebastian.